Der Markus hier von Camp Your Life. Heute wird's weihnachtlich. Ich möchte euch heute 7 Geschenktipps vorstellen, die wir alle auch selbst besitzen und von denen wir auch sehr überzeugt sind. Vielleicht ist ja auch für euch das ein oder andere Geschenk dabei. Wir starten nach dem Intro. Geschenktipp Nummer 1, die Kerze. Kleine Vorgeschichte, meine Frau ist eine riesen Kerzenliebhaberin und wir hatten überall im Wohnwagen verteilt Kerzen stehen. Dagegen gibt es ja eigentlich auch nichts zu sagen. Aber wenn wir dann abends ins Bett gegangen sind, ist einmal ein Rundgang gemacht worden, alle Kerzen wurden ausgepustet und man konnte dann die Luft schneiden. Und das ging mir ziemlich auf den Keks. Und dann haben wir uns gemeinsam auf die Suche nach einer anderen Lösung, nach einer besseren Lösung gemacht. Und da sind wir auf diese Batteriekerzen hier gestoßen. Die sind auch aus Echtwachs, funktionieren mit einer kleinen Batterie, haben auch einen Timer drin, eine Timerfunktion. Und das ist der beste Kompromiss, den wir finden konnten. Damit sind wir beide sehr zufrieden. Sie hat die Gemütlichkeit und ich abends eine saubere Luft. Das ist jetzt hier ein Set. Das gibt es in klein, mittel und groß. Alle Geschenktipps verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, das ist für uns die beste und saubereste Lösung gewesen. Geschenktipp Nummer 2 sind diese Aufbewahrungsboxen. Da sind wir sehr glücklich drüber, weil wir hatten vorher immer in den Oberschränken aufgerissene Nudelpackungen, Mehl, Körner, alles, was man so zum Essen halt braucht. Und da ist meine Frau sind dann auf diese Stapelboxen hier gestoßen. Und der Name sagt schon, man kann sie schön stapeln. Im Gegensatz zu den Verpackungen. Wenn wir jetzt eine Nudelverpackung haben oder ein offenes Mehl, wenn wir die dann übereinander stellen wollen, das hält nicht lange. Ihr fahrt in die erste Kurve und schon fliegt alles im Oberschrank rum. Und das können wir halt mit diesen Boxen hier sehr gut lösen und können sie halt auch nebeneinander stellen oder bis nach oben. Ihr seht ja, die gibt es in verschiedenen Höhen und so können wir uns die schön in den Oberschrank einsortieren. Bevor wir jetzt mit Tipp Nummer 3 anfangen, möchte ich euch sagen, mein Tipp Nummer 7 ist mein persönlicher Favorit. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben. So, jetzt fangen wir mit Tipp Nummer 3 an. Der ist hier in der Küche. Und zwar ist das unser Gewürzregal. Und da sind wir eigentlich besonders stolz drauf, weil wir unsere Gewürze nirgendwo hier auf der Arbeitsfläche stehen lassen müssen, sondern wir können sie hier oben wegräumen. Das funktioniert mit einem magnetischen Deckel und einer Magnetwand oder ja, ein Magnetstreifen, den man irgendwo hinkleben kann. Und wir fanden das, oder meine Frau fand das halt optisch schön, dass das so schwarz ist. Und wir wollten uns hier nicht irgendwie eine Markierung drauf machen, von wegen Pfeffer, Salz, Muskat, sondern hier unten an dem Boden sind immer irgendwelche Nummern eingeprägt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier ist jetzt die 18 drauf. Und auf dem nächsten ist dann die 4 drauf, die 6. Und so merken wir uns oder wir versuchen uns zu merken, was drin ist. Ab und zu müssen wir ehrlicherweise sagen, müssen wir mal aufschrauben und reingucken, ob wir wirklich das Gleiche erwischt haben. Aber mit dieser Lösung sind wir sehr, sehr glücklich. Tipp Nummer 4. Ihr seht richtig, ich sitze auf dem Klo. Ich bin im Bad, aber es hat nichts mit der Toilette zu tun. Meine Frau hat einen Föhn, wie viele von euch, und der hat ständig im Weg gelegen. Und ihr kennt das, eine Frau föhnt die Haare, dann muss die Bürste nehmen, dann muss der Föhn irgendwo abgelegt werden, dann muss der Föhn wieder genommen werden. Und eigentlich liegt der überall im Weg und da habe ich mir was überlegt und dachte mir, ein Föhnhalter ist vielleicht die richtige Lösung. Es ist für einen kleinen Geldbeutel, aber für eine große Wirkung, zumindest bei meiner Frau. Und ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. So sieht der Föhnhalter aus, wird einfach an die Wand geschraubt
Und ihr könnt auch einfach euren Föhn hier reinlegen und könnt ihn auch während der Fahrt drin lassen, weil der hüpft da nirgendwo raus. Und dann könnt ihr den Föhn halt einfach immer nehmen. Dann könnt ihr euch föhnen, eure Weihnachtsfrisur, und könnt den auch wieder ablegen, könnt den Kamm nehmen und habt die Hände frei. Und das ist einfach eine einfache Lösung, aber eine geniale Lösung. Wir kommen jetzt zu Tipp Nummer 5. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich was für die Männer. Und zwar diese Fahrzeugwaage. Die hat mir schon sehr, sehr gute Dienste geleistet. Beim Wohnwagen wie auch bei unserem Wohnmobil. Das kann man hier im Menü alles einstellen, ob man den Wohnwagen wiegen will, ob es ein Einachser ist, ob es ein Doppelachser ist, ob es ein Wohnmobil ist, also oder auch generell ein PKW können wir auch hier mit wiegen. Und was noch genial ist, wir können sogar die Deichsellast damit ermitteln. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kann ich euch mal hier oben verlinken, wen es interessiert. Mit diesem Teil können wir uns sehr, sehr viel Strafen ersparen und wir können uns auch halt einfach auch mal selbst einen Wert ermitteln, weil manchmal hat man das Gefühl nicht dafür. Wie viele Taschen haben wir jetzt rein? Naja, das waren jetzt nur hier die 3 Unterhosen und das waren die, was weiß ich was. Aber was es dann im Endeffekt an Kilos ausmacht, da kann man sich unheimlich verschätzen und deswegen ist das hier einfach ein sehr, sehr guter und wertvoller Helfer. So, jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 6. Das ist der Omnia. Omnia ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Wir haben das auch immer mal wieder gehört und haben gesagt, der Omnia ist so toll. Oder wir haben gehört, der Omnia soll so toll sein. Und wir haben aber da nie so was drauf gegeben, weil wir haben ja gesagt, wir haben unseren tollen Backofen von Tedford. Allerdings hat sich das ein bisschen mehr anders entwickelt, als wir es gehofft haben. Video kann ich euch hier mal verlinken. Wir sind überhaupt nicht mit unserem Tedford Backofen zufrieden gewesen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und meine Frau hat hier den Omnia entdeckt. Oder sie hat ihn bestellt und wir haben gesagt, gut, wir geben dem Ganzen eine Chance. Und er hat bei uns so eingeschlagen, weil er einfach so multifunktional ist. Also es ist nicht nur ein Backofen, sondern mit dem kann man auch kochen, Pizza, Auflauf, also ich eigentlich fast alles. Brötchen aufbacken, der ist so vielseitig. Und ich will euch das jetzt ganz kurz hier mal vorstellen. Also so sieht das hier aus bei diesem Starterpaket. Auch das verlinke ich euch unten. Es gibt auch viele zusätzliche Sachen, die wir noch dazu kaufen kann. Wir haben uns auch das eine oder andere noch dazu geholt. Das zeige ich euch gleich. Hier ist jetzt so eine kleine Tasche dabei. Die ist hier mit diesem ganzen Set zusammen. Was ich dazu sagen muss, ist, dass Thermostat hier ist nicht dabei, das haben wir uns nochmal separat gekauft, würde ich auch empfehlen, weil es ja blöd ist, weil wenn man irgendwelche Rezepte machen soll, dann steht dann da so und so viele Minuten bei 100 Grad, 120 Grad, ja gut, wie wollen wir es messen, mit dem Finger oder, also von daher macht das sehr viel Sinn, wenn man den sich mitbestellt. So sieht dann hier dieses Starter-Kit aus. Da ist eine Silikonform drin. Auch sehr wertvoll, weil da hängt nichts mehr an. Das hier ist so ein Brötchen-Aufbackgitter. Und das ist dieses Teil, was sich dann unten auf den Gasherd aufsetzt. Und dann setzen wir das Ganze so auf. Dann kommt der Hut drauf. Und das war es dann auch schon. Das war das Erste. Dann gibt es noch ein... So ein Hardtop, so eine Tasche, die haben wir uns gekauft, weil wir gesagt haben, wenn wir fahren, das Ding ist irgendwo im Staukasten verstaut und wir legen aus Versehen nochmal Campingstühle oben drauf und dann hat das Ding hier ruckzuck eine Macke, das wollten wir verhindern. Deswegen haben wir jetzt hier dieses Teil bestellt, das ist so ein Hardtop. Da ja, wird auf jeden Fall der Druck abgeleitet und wird hier nicht durchgegeben. So, dann haben wir hier uns noch so eine Muffinform gekauft. Auch die ist super, weil wir geben den Teig da rein und man kennt das ja von diesen ursprünglichen Formen, dann hängt das nebenan, dann muss man das kratzen. Hier drückt man maximal so an der Seite und dann stülpt man das um und schon fallen einem die Muffins entgegen. Also super, auch von der Reinigung, total genial. Aber da könnt ihr euch mal belesen, weil das ist alles, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen.
nur mit kaltem Wasser und so weiter. Also gibt es viele, viele Empfehlungen und wir können sehr, sehr viele bestätigen. Das ist zum Beispiel jetzt nochmal eine beschichtete Backform. Die ist, ja, wie gesagt, beschichtet und ist total pflegeleicht. Also wir haben überhaupt gar keinen hartnäckigen Schmutz. Wir gehen dann einfach nur ganz leicht hin beim Spülen und ohne mit dieser Kratzseite natürlich. Und dann haben wir das Teil ruckzuck wieder sauber. Das ist auch ein Riesenvorteil. Dann haben wir uns nochmal hier, so sind so zwei Backebenen, wo wir, die werden dann hier reingelegt. Das sieht dann ungefähr so aus, dass wir sagen, wir haben hier unten eine Reihe Brötchen und oben eine Reihe Brötchen zum Aufbacken, zum Beispiel. Aber da könnt ihr kreativ werden, was ihr da machen wollt. Dann haben wir uns nochmal eine zweite Silikonform geholt. Das ist auch, und haben uns noch eine große Omnia-Form geholt. Allerdings, da ist der Nachteil, diese ist nicht beschichtet und die gibt es auch nicht beschichtet, leider. Aber es gibt mittlerweile jemand, wo man das hinschicken kann, auch da kann man sich schlau machen, der diese Form beschichtet. Also auch da kann man, wenn man möchte, sich Abhilfe schaffen und diese große Form auch beschichten lassen. Also in unseren Augen ist das wirklich sehr, sehr sinnvoll, wenn eine Beschichtung drauf ist, weil sie einfach pflegeleicht ist, es hängt nichts an und es ist einfach besser zu handeln. Das war der Omnia. So, jetzt sind wir schon beim siebten und letzten Tipp. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Mein persönliches Highlight, habe ich euch ja gesagt, das ist die Wasserkanne von Lotus Vita. Zu den ganzen Produkten, es ist keine Werbung. Wir bekommen weder was gesponsert, noch sind wir, ja, wir sind eigentlich nur von diesen ganzen Produkten, die wir hier vorstellen, selbst sehr überzeugt. Und deswegen stellen wir sie euch vor. Das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Zu der Wasserkanne. Lotus Vita, das ist eine super Erfindung. Muss ich leider zugeben, ist auch meine Frau drauf gekommen, weil wir hatten immer das Problem mit Wasser, Wasserschleppen. Ich habe auch schon mal ein Video drüber gemacht, über diese Kanne, kann ich auch noch mal hier oben verlinken. Da gehe ich noch mal so ein bisschen aufs Detail ein. Wir kratzen das jetzt hier nur mal so am Rand an. Wir waren immer unterwegs, egal wo wir hin sind. Ihr kennt das, Plastikflaschen schleppen, Glasflaschen schleppen, Camping, Gewicht. Das ist immer so eine Sache. Und da ist diese Kanne hier genau das Beste, das Richtige dafür, weil wir einfach unseren Wassertank gefüllt haben und können dann am Wasserhahn, den können wir dann hier oben einfüllen. Das wird dann gefiltert und hier unten kommt dann sehr qualitativ hochwertiges Wasser raus. Und das ist eine Sache, die uns so einen Spaß gemacht hat, weil wir einfach gesehen haben, wie einfach es ist. Die Kanne kostet vielleicht ein paar Euro, aber das Geld habt ihr sehr schnell wieder reingeholt, weil ihr braucht kein Wasser mehr kaufen. Also wir kaufen überhaupt gar kein anderes Wasser mehr und sparen natürlich somit unser Geld und somit hat sie sich ruckzuck gerechnet. Vielleicht noch mal ganz kurz, was macht die Kanne? Also die Kanne, die filtert Kolibakterien, Antibiotikum, die Antibabypille und was wir so alles im Trinkwasser haben, filtert diese Kanne alles raus. Und es gibt hier diese Filtereinsätze, die werden dann im Turnus immer gewechselt. Auch die werde ich unten nochmal verlinken. Also alles in allem ein super Teil, relativ leicht und ihr habt überall, wo ihr seid, gutes Trinkwasser. Ja, das war's von mir, von meiner Vorstellung, von meinen sieben Highlights. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ihr könnt euren Lieben eine Freude machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mir ein Abo hinterlasst, würde ich mich natürlich doppelt freuen. Und noch einen könnt ihr draufsetzen, wenn ihr wieder nächsten Sonntag einschaltet, wenn es wieder heißt Camp Your Life mit einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.